Vielen Dank, Frau Puhlmann, für die Einführung. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich danke Ihnen auch, dass Sie die Energie aufgebracht haben, in dieser Zeit hierher zu kommen, in dieser großen Anzahl. Ich selbst muss gestehen, oder Sie wissen es möglicherweise, dass ich das Thema angegangen bin, weil ich es, ich wollte es selbst auch verstehen. Und wenn man etwas selbst verstehen will, dann muss man auch, versteht man es erst, wenn man es selbst lehrt. Und deshalb habe ich gesagt, da muss ich einen Vortrag drüber halten. Und nachdem der Vortrag, den ich schon mal bei der MNU gehalten war, habe, fruchtbar war, bin ich dankbar dafür, dass ich heute zu Ihnen reden darf. Das Thema im biologischen Kontext unterrichten, fassen Sie bitte nicht so auf, dass Sie jetzt ein Unterrichtsmodell vorgestellt bekommen, sondern es geht im Wesentlichen darum, Energie als Begriff so zu verstehen, dass die biologischen Prozesse besser erklärt werden können. Es geht mir also auch nicht darum, Energie, einen Energiebegriff zu entwickeln, der, obwohl ich glaube, dass auch für die anderen Fächer das fruchtbar ist, der nun sagt, so ist Energie und nicht anders. Sondern ich möchte Energie so begreifen können, dass die Prozesse, die damit in Biologie beschrieben werden, besser verstanden werden. Und ich kann Ihnen nicht versprechen, dass Sie nach dem Vortrag dann rausgehen, jawohl, so muss es sein. Ich hatte mal ein Seminar, nicht über Energie, aber über was anderes, und da sagte dann ein Teilnehmer, als ich herkam, war ich verwirrt. Jetzt bin ich immer noch verwirrt, aber auf einem wesentlich höheren Niveau. Vielleicht wird es Ihnen dann auch so gehen. Und noch ein Vorspruch, ich werde auch nicht umhinkommen, weil das für biologische Prozesse meines Erachtens unabweisbar ist, neben der Energie auch Entropie anzusprechen. Und das ist ein Begriff, um den noch viel mehr einen großen Bogen machen, als um Energie. Also fangen wir an, und natürlich fange ich an mit Alltagsvorstellung. Das erste, Kraft, ist das, was von allermeisten mit Energie assoziiert wird. Allerdings habe ich es grau unterlegt, weil wir da nicht so direkt in die Biologie kommen. Aber die grün unterlegten sind jetzt direkt das, was uns, wenn wir im biologischen Kontext nach Energie fragen, von Menschen geäußert werden, von Schülern, Eva, 10. Klasse, kleine Teilchen in den Nahrungsmitteln, den Nahrungsstoffen. Also energiestofflich verstanden, das ist möglicherweise fast unumgänglich. Und der Ökologe Odum schreibt dann, Sonnenstrahlung wird in Glukose umgewandelt. Wie er sich das vorstellt, er stellt sich das wahrscheinlich gut vor, aber wer sich das darunter vorstellen soll, wer nun gar nichts davon weiß, der muss da doch daran zweifeln, ob das wirklich so sein kann, dass Energie in Stoff umgewandelt wird. Dann gibt es zwei Äußerungen, die sind auch innerhalb der Biologie besonders prominent, nämlich, dass die Lebewesen Energie herstellen. Und das Pendant dazu ist dann, dass die Lebewesen Energie verbrauchen. Das ist natürlich auch alltäglich, Energieverbrauch und dergleichen. Und diese Vorstellung werde ich gleich im Vortrag aufgreifen. Aber zunächst möchte ich dann auch sagen, wie ich den Vortrag gliedere. Ich werde also etwas zu Systemen sagen. Das ist natürlich wichtig zu wissen, welches System habe ich eigentlich vor mir. Geschlossene, offene Systeme. Und das macht dann auch Unterschiede zu den, mindestens zum Physikunterricht. Dann werde ich die Physiologie ansprechen. Das war ja eben bei der Einleitung auch schon. Da geht es um Dissimulation und um Assimilation. Und ich werde die Ökologie ansprechen.
Einmal habe ich Energiefluss und Stoffwechsel und das andere habe ich Energiefluss und Stofftransport innerhalb von Ökosystemen. Und schließlich angekündigt, wenn ich Strukturen erklären will, dass Lebewesen ihre Strukturen erhalten, brauche ich den Entropiebegriff, um das zu erläutern. Also da geht es um das Verhältnis von Energie und Ordnung. Da werde ich mich beziehen auf den Physiker Erwin Schrödinger, der dazu wichtige Dinge gesagt hat in einer sehr populären Schrift, die Sie leicht auch lesen können, sogar mit Ihren Schülerinnen und Schülern. Und schließlich werde ich versuchen, die zentralen Konzepte zur Energie oder wie Energie in Teilkonzepte aufgelöst werden kann, um die biologischen Phänomene zu erklären. Also nochmal Alltagsvorstellung. Herstellen und verbrauchen. Und dazu füge ich noch eine dazu, nämlich eine Lehrerin, die schriftlich formuliert, aufs Leben stellen Lebewesen mit etwas Wärme die Energie für ihre Lebensvorgänge her. Also nicht nur Schülerinnen und Schüler, sondern wir alle haben diese lebensweltlichen, diese Alltagsvorstellungen. Und deshalb müssen wir versuchen, sie zu reflektieren. Wir werden sie nicht immer umgehen, aber man kann sie reflektieren und dann auch zur Sprache bringen. Und das ist das Wichtige im Unterricht, dass sie nicht einfach stillschweigend übergangen werden, sondern dass sie reflektiert werden. Systeme ist der erste Punkt. Und dort ist der Unterschied wichtig zwischen offenen Systemen und geschlossenen. Ich habe hier ein offenes System, ein energetisch offenes System. Das heißt, es geht Energie hinein und es geht Energie hinaus. Und ich habe hier angedeutet, dass diese Energie sich verteilt und vor allen Dingen als Wärme wieder hinausgeht. Das nennen wir Dissipation, die Verteilung der Energie. Und dass sie eben durchfließt. Und das ist ganz wichtig. Organismen sind energetische Durchflusssysteme. Weshalb das so wichtig ist, wird sich gleich zeigen. Aber jetzt kommt die Frage, ja, wo bleibt denn hier die Energieerhaltung? Und das eben ist der Fall in energetischen geschlossenen Systemen. Da habe ich Energieerhaltung im Vordergrund. Und das ist das, was in der Physik im Vordergrund steht. Was aber, wenn ich ein offenes System habe, meines Erachtens nicht im Vordergrund stehen kann, weil in einem offenen System ich Energieerhaltung eben nicht habe. Ich kann Energiezunahme haben, ich kann Energieabnahme haben und wenn ein Fließgleichgewicht da ist, habe ich gleich Energiegehalt immer gleich. Aber ich habe, selbst in der Physik, kann ich Energieerhaltung nicht demonstrieren. Ich kann in der Chemie Masseerhaltung demonstrieren. Aber Energieerhaltung kann ich nicht demonstrieren. Das ist ein reines Theorem. Das trifft zwar zu und ist ganz wichtig, aber wenn wir darauf rumreiten im Biologieunterricht, kann das nur bei den Lernenden irgendwie nachgesagt werden, aber es ist nicht konkret. Deshalb glaube ich, andere Dinge sind konkret. Ich werde am Schluss das noch demonstrieren. Wir haben offene Systeme, da geht Energie rein und Energie raus. Und in diesem Energiefluss wird Energie genutzt. Das ist also ein Perspektivenwechsel, wenn ich von Produktion, Herstellen und Verbrauch rede, dann bin ich sozusagen, habe ich das geschlossene System, da brauche ich kein offenes System. Da denke ich im Grunde in einem geschlossenen System, da wird hergestellt und verbraucht. Aber im offenen System habe ich den Durchfluss, also anstelle von der Alltagsvorstellung Herstellen und Verbrauch tritt Aufnahme und Abgabe. Und das als Perspektivenwechsel deutlich zu machen, ist, glaube ich, wichtig für den Unterricht. Und dabei wird eben gelernt, Energie wird nicht produziert und auch nicht verbraucht, sondern aufgenommen und abgegeben. Wenn Sie nur sagen, es wird nicht hergestellt und nicht verbraucht, ja was denn? Aber wenn Sie haben Aufnahme und Abgabe, haben Sie ein anderes Bild, den Perspektivenwechsel, und es ist leichter zu lernen. Ja, und warum der Energiefluss?
so Wichtiges habe ich aus einem sehr schönen Biologie-Hochschullehrbuch, nämlich von Garrett Hardin, der damals ist schon ein bisschen älter, ein berühmter Biologe war, auch in anderer Hinsicht, nicht nur Lehrbuchschreiber. Und er versucht hier deutlich zu machen, dass der Energiefluss genutzt wird. Ich habe hier eine Kammer, da ist jetzt also Gas mit Moleküle mit hoher kinetischer Energie, also die Temperatur hoch, und die treiben ein Rad an, und auf der anderen Seite ist natürlich die Temperatur dann niedriger. Und durch den Temperaturunterschied kann ich also hier mit einer Wärmekraftmaschine eine Zeit lang ein Rad antreiben. Das heißt, der Energiefluss, der Fluss der thermischen Energie von einem zum anderen, und solch einen Energiefluss nennt man Wärme, der ist das, was die Maschine antreibt. Das heißt, Energienutzung ist Energieflussnutzung. Hier wird dann auch das, was immer im Vordergrund steht, Energie umgewandelt, aber innerhalb der Organismen haben wir eine solche Energieflussnutzung fast ausschließlich chemisch fließender und chemisch gespeicherter Energie. Also wir haben gar nicht den Schwerpunkt auf Energieumwandlung, obwohl dann Bewegung und so weiter, klar. Aber der Schwerpunkt liegt eigentlich innerhalb von chemischen Vorgängen. Und deshalb komme ich jetzt zur Physiologie und beginne mit der Photosynthese. Und zwar mit der Photoreaktion. Was passiert stofflich? Zunächst einmal stofflich bei der Photosynthese, bei der Photoreaktion. Ich habe die Wasserspaltung, verursacht dadurch, dass ich mit zwei Photosystemen die nötige Spannung mit Lichtenergie hergestellt werden kann. Elektronen abgezogen werden und dadurch Wasser gespalten. Und wenn Wasser gespalten wird, kriege ich formal chemisch Wasserstoff und Sauerstoff. Auf der Teilchenebene sieht das so aus. Ich kriege Sauerstoff und keinen molekularen Wasserstoff, sondern etwas anders. Der wird sofort gebunden. Und es passiert noch etwas weiteres. Das ist das, was ich eben erzählt habe in einer anderen Darstellung. Und ich habe jetzt ein etwas primitives Flussdiagramm. Was jetzt passiert ist, ich kriege nicht Wasserstoff und Sauerstoff, sondern Elektronen und Wasserstoffionen. Formal ist das immer noch Wasserstoff. Aber ich habe hier einen getrennten Transport. Und ich habe den Sauerstoff. Und dass der Sauerstoff kein Nebenprodukt von Photosynthese ist, werden Sie gleich sehen. Das ist sozusagen der erste Speicher hier und der zweite kommt gleich, nämlich durch den Wasserstoff-Ionen-Transport kriege ich eine Differenz zwischen Thylakoid-Innenraum, was eigentlich außen ist, ne? Das ist eine eingestülpte Außenwelt, und dem Plasma des Chloroplasten. Und ich habe hier jetzt schon diese zwei Kästen, die Kästen sind immer Speicher, Energiespeicher. Und die Pfeile Energiefluss. Und mit der Wasserstoff-Ionen-Differenz, mit ATP-Synthase, wird ATP hergestellt. Und da habe ich gleich das Wasser umgeschrieben. Denn das System, in dem Energie gespeichert ist, ist nicht ATP. ATP enthält keine Energie. ATP-Spaltung ist nicht exergonisch, da wird keine Energie geliefert, sondern endergonisch. Jede Spaltung einer chemischen Bindung ist endergonisch, bedarf Energie, also auch ATP-Spaltung. Was Energie liefert, ist die Hydrolyse von ATP, also die Reaktion von ATP mit Wasser. Das heißt, die Energie ist gespeichert im ATP-Wassersystem.
Und durch die Hydrolyse ATP kann ich dann Glucose herstellen in der Synthesereaktion und habe dann ein Glucose-Sauerstoffsystem. Die Energie ist auch nicht gespeichert in der Glucose, sondern im Glucose-Sauerstoffsystem. Ich kann zwar Glucose auch energetisch auf Umwegen mit anderen Reaktionen nutzen, aber wenn ich die Wasserspaltungsenergie optimal nutzen will, die in der Photosynthese per Licht eingefangen ist, dann brauche ich den Sauerstoff. Ohne Sauerstoff ändert sich die energetische Situation dramatisch. So, das wäre also alles im Chloroplasten. Und jetzt kommt die Dissimulation im Mitochondrium, im Wesentlichen im Mitochondrium. Ich habe wieder der Citratzyklus ist eine Herstellung von Wasserstoff. Und das wird per Wasserstoff-Ionen-Transport wieder zu einer Wasserstoff-Ionen-Differenz. Und ich kriege wieder ATP und dann kann ich wieder hydrolysieren und kriege dann auch außen transportiert ins Zytoplasma wieder gleich Glucose. Und jetzt muss man sich ja fragen, was soll denn das Ganze? ATP habe ich doch schon vorher gehabt. Wieso passiert das nicht einfach so? Dass ich ATP bei der Photosynthese nutze, wieso muss ich denn jetzt mit dem Mitochondrium da die Glucose wieder zu ATP machen? Was soll denn dieser energetische Umweg? Na gut, dann lassen wir es doch mal dunkel werden. Dann wird kein ATP nachgeliefert. Und das ATP-Wassersystem ist labil, das heißt, ATP reagiert innerhalb von Sekunden mit dem Wasser. Und dann ist es weg. Das heißt, ich brauche einen stabilen Energiespeicher. Und dieser stabile Energiespeicher, der ist dann eben allgemein gesprochen das Biomasse-Sauerstoffsystem. Hier habe ich es jetzt eben dick umrandet. Also solche Überlegungen muss man sich ja eigentlich machen, wenn man dieses ganze komplizierte System betrachtet. Natürlich sind Nährstoffe als Baustoffe wichtig. Aber wenn ich es unter energetischem Aspekt betrachte, sind die Nährstoffe nötig, weil ATP-Wassersystem labil ist und das ATP immer nur Sekunden da ist, muss immer wieder nachgeliefert werden. Und wenn es nicht nachgeliefert wird, entweder bei einer autotrophen Zelle durch Photosynthese oder eben durch Zellatmung nachgeliefert wird, dann haben wir keine Energie geliefert für die Lebensprozesse oder auch für die Speicherung in Biomasse. Dort ist eben das aufgeteilt. Und das ist jetzt wichtig, nur das schon mal ein Vorgriff zur Ökologie, nur die Energie, die in dem System Biomasse, Sauerstoff gespeichert ist, kann per Biomasse irgendwo anders hin transportiert werden. Alle andere steht nicht mehr zur Verfügung, sie wird letztlich als Wärme durch Wärme abgestrahlt. Also diese Aufteilung dann in energetischer Hinsicht. Komme ich zurück auf meine Photoreaktion auf der Teilchenebene
Und da ist natürlich die Frage, wieso reagiert nicht eigentlich der Wasserstoff sofort mit dem Sauerstoff? Das habe ich eigentlich schon erläutert, aber um den energetischen Aspekt zu erläutern, ist natürlich hier ganz wichtig, ich mache die Knallgasprobe. Und da ist eben Sauerstoff-Wasserstoff-Bindung wiederhergestellt und durch diese exergonische Reaktion wird Energie geliefert. Das bedeutet, ich habe im chemischen Energie Wasserstoff-Sauerstoff die Energie gespeichert und diese exergonische Reaktion zu Wasser liefert die Energie. Das heißt, schon demonstriert, in der Zellatmung wird der Vorgang der Wasserspaltung umgekehrt zur Wasserbildung, so dargestellt. Und ich meine, man kann das, was die Organismen dort machen, als Wasserstofftechnik und natürlich insgesamt eine autotrophe Zelle macht, die macht ja beides. Es ist ja wichtig zu wissen, dass die Pflanzen nicht uns zuliebe die Nährstoffe herstellen, sondern die stellen sie ja für die eigene Atmung, eigene Zellatmung her. Also ist das alles in einer photosynthetisch aktiven Zelle. Und wir verfolgen jetzt mal, was mit dem Wasserstoff passiert. Der wird, wie gesagt, nicht molekular, sondern er wird dann in der Synthesereaktion in den Kohlehydraten und Wasser aufbewahrt und dann schließlich in der Zellatmung wieder bei der Endoxidation zur Wasserbildung genutzt. Und das Ganze ist eben eigentlich eine Wasserstofftechnik, nämlich genau das Problem, was wir bei der Photovoltaik nicht gelöst haben bisher, den Wasserstoff so aufzubewahren, dass er uns nicht mit dem Sauerstoff um die Ohren fliegt. Brennstoffzellen annähernd, aber wenn wir in der Sahara den Wasserstoff herstellen wollen und bis uns transportieren, das ist bisher nicht wirklich technisch gelöst. Hier haben wir eine Lösung. Also, wenn ich die Physiologie zusammenfasse, die Energie liefern exergonische Reaktionen. Das heißt, wir müssen an dieser Stelle die Vorstellung von Energie uns orientieren, an dem wie Chemiker das formulieren. Denn es sind chemische Vorgänge, die wir betrachten. Nährstoffe sind weder Energieträger noch energiereich. Das gilt natürlich für Brennstoffe genauso, weil die Energie nicht in dem einzelnen Stoff steckt, sondern in dem chemischen System, in der Differenz der Stärke der chemischen Bindung von den Reaktanten und den Produkten. Das drückt sich zum Beispiel aus, wenn wir es wörtlich nehmen, dass Nährstoffe einen Brennwert haben. Das ist die Energie, die geliefert wird, wenn man Nährstoffe verbrennt. Dieser Brennwert ist natürlich derselbe wie der Atmungswert, weil der chemische Prozess zwar völlig verschieden ist, aber Ausgangsprodukte und Endprodukte dieselben sind in der Summe. Und dann kann das energetisch nur dasselbe sein. Also Zellatmung ist keine Verbrennung, das lege ich Ihnen auch ans Herz. Niemals von Verbrennung im Organismus zu reden. Das ist ein ganz anderer chemischer Vorgang. Dort wird nämlich der Sauerstoff, mit dem reagiert wird, wird im CO2 sich wiederfinden. Während bei der Zellatmung der Sauerstoff, wie demonstriert, sich im Wasser wiederfindet. Also die Sauerstoffteilchen, was weiß ich.
Nährstoffe würde ich deshalb nicht als energiereich, sondern als energetisch nutzbare Stoffe bezeichnen. Sie sind zusammen mit Sauerstoff und unter Umständen bei Sauerstoffausschluss durch andere chemische Reaktionen energetisch nutzbar. Und ganz wichtig, selbst für die Pflanzen ist der Sauerstoff kein Nebenprodukt, sondern wie der Wasserstofftechnik gezeigt, muss ich nachher ja den Sauerstoff verwenden, ist also der Sauerstoff ein Hauptprodukt neben den Nährstoffen, ein Hauptprodukt der Photosynthese. Und das habe ich jetzt schon mehrfach betont, Energiespeicher sind chemische Systeme, das heißt solche, die unter Umständen, zum Beispiel wenn die Aktivierungsenergie überwunden wird, exergonische Reaktionen durchführen können. Also Speicher sind solche chemische Systeme, wobei die möglichen Reaktanten dann zu einer exergonischen Reaktion führen. Und im Organismus werden solche exergonischen Reaktionen gekoppelt mit endergonischen, sodass dann entsprechende Produkte aufgebaut werden können, zum Beispiel eben komplizierte Makromoleküle, Proteinbiosynthese. Nebenbemerkung, Proteinbiosynthese wird in der Schule so behandelt, als würden die Enzyme, die dafür nötig sind, die Synthese machen. Das können die aber nicht. Enzyme können keine Energie liefern. Die können nur dadurch, dass sie die Reaktion verändern, nämlich über sich laufen lassen, die Aktivierungsenergie herabsetzen. Aber sie können keine endergonische Reaktion katalysieren, die findet einfach da nicht statt. Sie brauchen dazu eine exergonische Reaktion, die die Energie liefert. Das ist meistens die Hydrolyse von ATP. Bei der Proteinbiosynthese ist es GTP, aber das ist ja nun nicht so wichtig, nicht? Das ist das, was ich versucht habe, Ihnen auszuführen für die Physiologie. Und jetzt kommen wir zur Ökologie. Dazu zunächst ebenfalls die schon bekannten Alltagsvorstellungen. Im Zentrum steht das Verwechseln von stofflicher und energetischer Betrachtung. Und eine Konsequenz daraus ist, diesen Unterschied möglichst anschaulich zu machen. Also stoffliche und energetische Betrachtung, die stoffliche Betrachtung zunächst für sich zu nehmen, die energetische Betrachtung kommt dann hinzu, die ist dann von den stofflichen nicht unabhängig, aber man sieht, dass es ein weiterer Aspekt ist, der sich nicht aus dem stofflichen ergibt. Da gehe ich zunächst einmal, um das zu unterstreichen, auf eine Darstellung in einem Oberstufenbuch in der Ökologie. Und das Interessante an diesem Schema ist, dass es zunächst sehr schön aussieht und dass man dann mal drauf gucken muss, was da steht. Da steht als Unterschrift Energiefluss in einem Wiesenökosystem. Und wenn Sie gucken, was da fließen soll, dann ist das Biomasse. Na, warum kommt es nicht? Also veratmete Biomasse, da muss eigentlich nochmal kommen,
fragt sich Energiefluss. Nein, es ist ein Stoffkreislauf dargestellt, denn Energie würde ja auch nicht zurückgehen zu den Produzenten. Es wird also Masse betrachtet und von Energiefluss gesprochen. Aber Biomasse ist Biomasse und keine Bioenergie. Natürlich ist in Biomasse keine Energie gespeichert, nach dem, was ich gesagt habe, sondern es sind die Nährstoffe, so sie eben aus der Biomasse Nährstoffe gewonnen werden, sind energetisch nutzbar. Also hier ganz deutlich die stoffliche Betrachtung und die energetische Betrachtung vermengt. Deshalb ist es wichtig zu unterscheiden. Wir haben Energiefluss. Und der Energiefluss, der fließt von selbst, nämlich aufgrund der Differenz von Größen. Immer wenn diese Differenz abgebaut wird, gibt es Energiefluss. Und Energie fließt durch Systeme hindurch, durch offene Systeme hindurch. Stoffe verhalten sich ganz anders. Stoffe werden transportiert. Und zwar, Nährstoffe werden transportiert durch Beutefang, durch Nahrungsaufnahme und dergleichen mehr. Und das bedarf alles Energie. Das heißt, dieser Transport von Stoffen, der bedarf Energie. Der setzt einen bestimmten Energiefluss voraus in den Systemen, damit das passieren kann. Die Stoffe, die strömen nicht von selbst, es sei denn, sie sind auf dem Berg und strömen hinunter, dann habe ich die Differenz zum Gravitationsschwerpunkt. Aber sonst nicht. Und deshalb ist das ein ganz anderer Vorgang. Und deshalb sollte man eben zwei Prozesse unterscheiden. Energiefluss und Stofftransport. Und was passiert jetzt in Ökosystemen? Ja, also Produzenten, Konsumenten erster Ordnung, Konsumenten zweiter Ordnung. Das sind die Trophiestufen. Und was passiert zwischen diesen Trophiestufen, wenn ich da Pfeile dazwischen mache? Das ist natürlich kein Energiefluss, sondern das ist Biomassetransport. Und dadurch, wenn ich das betrachte, dann steht in Lehrbüchern häufig, und die Abnahme der Biomasse liegt daran, dass da Energie genutzt wird. Das ist nur indirekt richtig. Wenn ich auf der stofflichen Basis bleibe, ist das ganz einfach. Nämlich ein Teil der Biomasse wird veratmet. Ich bleibe auf der Stoffebene. Ich kann in der stofflichen Betrachtung kann ich genau sehen, dass da steht eben nicht mehr so viel Biomasse zur Verfügung, weil die eben für Lebensprozesse veratmet wird. Natürlich hat das einen energetischen Hintergrund, aber die stoffliche Ebene ist das Ausschlaggebende, dass die Stoffe abnehmen. Und dann ist eben auch noch wichtig, hier habe ich in der Tat einen möglichen, einen fakultativen Stoffkreislauf. Auch die Stoffe kreisen nicht von selbst. Wenn man sagt, Stoffe kreisen, Energie fließt, was ist das für ein Unsinn? Stoffe können kreisen unter bestimmten Umständen. Dazu brauche ich immer auch Energie. Mindestens für einen Teil dieses Kreislaufs. Für den unteren nicht, ne? Das ist Diffusion. So, was passiert jetzt energetisch? Energetisch habe ich die Trophiestation und ich habe den Sauerstoff. Was passiert jetzt energetisch? Die Organismen der Trophiestation, die nutzen Energiespeicher, indem sie Glucose, Nährstoffe
bei Zellatmung umsetzen. Das heißt, was passiert, ist Folgendes. Ich habe Energiespeicher und dort wird per Zellatmung Energie genutzt und bei jeder Energienutzung entsteht Dissipation, das bedeutet, Energie wird durch Wärmefluss abgeführt aus dem offenen System. Das ist das, was passiert. Dann können wir sagen, ja, das kann ja nicht immer passieren, irgendwie ist der Energiespeicher leer. Natürlich kommt da Energie dazu. Also das sind die Speicher. Energie kommt dazu. Und was jetzt die Verbindung betrifft, ist eben Biomassetransport. Und wenn ich das zu einem Diagramm zusammenfügen möchte, was ich jetzt nicht mache, weil ich diesen Unterschied deutlich, dann muss ich diese Pfeile ganz anders darstellen, des Biomassetransports, als die von Energie, damit ich weiß, dass ich zwei Aspekte habe. Man könnte auch dort dann keine Pfeile machen, sondern einfach Rohre, also einfach so ein, ohne eine Pfeilspitze, um anzudeuten, hier ist eine Verbindung da zwischen den Energiespeichern. Aber es ist eben kein Energiefluss. Der Energiefluss ist mit den Pfeilen, die hier dargestellt sind, dargestellt. Und es ist ein obligatorischer Durchfluss durch das System. Wenn Energie nicht durchfließt, ist Sensor. Wird nichts mehr aufgenommen und nichts mehr abgegeben. Also, bezogen auf Ökologie, Stofftransport und Energiefluss sind zu unterscheiden. Zwischen den Trophiestufen fließt keine Energie, kein Energietransfer, sondern dort wird Biomasse transportiert. Auf den Trophiestufen werden Nährstoffe zu energiegonischen Reaktionen genutzt. Das habe ich extra so allgemein ausgedrückt, weil Sie mir dann immer sagen, ja, es gibt ja auch Gärung und alles sowas. Es gibt ja auch Sulfatatmung und Nitratatmung. Aber das sind ebenfalls exergonische Reaktionen. Aber optimal genutzt wird die Energie, die aufgenommen worden ist, eben mit Sauerstoff. Der nächste Punkt betrifft nun die Strukturen. Und eigentlich hätte ich ja jetzt bei der Adventszeit eine Kerzenflamme, also eine Kerze mitbringen müssen und die anzünden. Die zeigt das, was ich demonstrieren will, etwas komplizierter. Aber Organismus näher. Also wenn Sie das in der Klasse machen wollen, können Sie auch die Kerzenflamme nehmen, die sich von selbst aufbaut in ihren Strukturen, die nicht leuchtende Zone, die leuchtende Zone und die Zone der höchsten, also der Verbrennung. Und das macht die Kerzenflamme alles ganz von selbst. Da braucht man auch nicht irgendwie irgendwas zu sagen. Sie muss auch braucht keine DNA dafür, was wir dann bei dem Organismus voraussetzen, wo angeblich Information drin ist. Das macht die selbst. Ich mache jetzt hier ein einfacheres System. Ja, muss man erst noch sagen, wieso ist das so verwunderlich? Erstens glauben wir immer, wenn da irgendwo eine Ordnung entsteht, da muss die vorher schon da sein. Sie muss irgendwo herkommen. Vor allen Dingen aber ist es, wenn ich die Kerzenflamme als System nehme, dann nimmt die Entropie dort ja ab. Entropie ist ja Unordnung und das Gegenteil von Struktur. Das heißt, auf der Welt, im Universum, nimmt die Entropie immer zu. Das heißt, Organismen wie wir dürfte es gar nicht geben, weil wir ja Strukturen aufbauen.
Und manchmal geht es dann auch so, dass man sagt, da gibt es eben Sondergesetze für das Lebendige, jahrhundertelang so formuliert, weil man sich diesen Aufbau von Strukturen nicht erklären konnte mit physikalischen Gesetzen. Und hier habe ich deshalb ganz einfach mal ein Wasserglas genommen und in diesem Wasserglas entstehen Eiskristalle. Dann hat in diesem Wasserglas, wenn ich das Wasserglas als System nehme, ohne die Umgebung, hat die Entropie abgenommen. Und wieso kann diese Entropie abnehmen? Irgendeine Erklärung, wieso die Entropie abnehmen kann in dem Wasserglas? Dieses ist nun relativ einfach. Bei der Kristallisation wird Energie abgeführt aus dem Wasserglas, und zwar durch Wärme. Und Wärme bedeutet Unordnung, Zunahme von Entropie. Das heißt, indem Entropie aus dem Wasserglas abgeführt wird, kann im Wasserglas Entropie abnehmen. Das heißt, ich habe ein entropisch offenes System. Und dazu, also die Entropie nimmt insgesamt zu, wie bei allen Prozessen, nur im Wasserglas durch Abführen von Wärme kann sie abnehmen. Eine Schwierigkeit ergibt sich immer dadurch, dass die Metapher Ordnung, die ein bisschen anders gemeint ist, als was wir sonst unter Ordnung verstehen, aber das lasse ich jetzt mal, dass die positiv formuliert ist. Und Entropie ist Unordnung. Gibt es das Gegenteil von Entropie, und das heißt Neckentropie, das ist also negativ, das ist der reziproke Wert von der Entropie. Heißt Neckentropie, die ist aber in der Metapher eben positiv, Ordnung, Struktur. Entropie, Strukturlosigkeit. Und dazu beziehe ich mich jetzt eben auf Herrn Schrödinger. Der hat 1944 eine kleine Schrift verfasst als theoretischer Physiker, als Atomphysiker, als Nobelpreisträger hat er die Frage gestellt, was ist Leben, what's life? Und darin führt er Folgendes aus, und das ist sehr lehrreich. Wenn Sie das googeln, Schrödinger, was ist Leben, kriegen Sie von Sammlung Pieper ein PDF. Da können Sie das Ganze runterladen und können den ganzen Text einsehen. Also, wie entzieht sich der Lebensorganismus dem Zerfall? Ist ja klar, es entsteht immer Entropie, müsste eigentlich zerfallen. Die Antwort lautet durch Essen und Trinken, durch Assimilation. Aber es wäre unsinnig, absurd anzunehmen, dass der Austausch von Stoffen das Wesentliche wäre. Jedes Atom, Stickstoff, Sauerstoff, Schwefel und so weiter, ist ebenso viel wert wie jedes andere seiner Art. Was ließe sich durch den Austausch gewinnen? Also kommt als nächste Sache, in der Vergangenheit wurde unsere Neugier eine Zeit lang durch die Behauptung beschwichtigt, wir ernährten uns von Energie. Unnötig zu sagen, dass das wörtlich genommen genauso unsinnig ist. In einem erwachsenen Organismus ist der Energiegehalt ja ebenso feststehend wie der Gehalt stofflicher Substanz, Fließgleichgewicht. Denn jede Kalorie ist bestimmt gerade so viel wert wie jede andere. Also Energie kann es auch nicht sein. Der Kunstgriff, durch dessen ein Organismus sich stationär auf einem ziemlich hohen Ordnungsstufe erhält, besteht in Wirklichkeit in einem fortwährenden Aufsaugen von Ordnung aus seiner Umwelt. Entropisch offenes System. Ordnung, Neckentropie aus der Umwelt,
Entropie abgeben. Energie ist dabei nicht nur notwendig, um die mechanische Energie unserer Körpertätigkeit zu ersetzen, sondern auch die Hitze oder Wärme, die wir beständig an unsere Umwelt abgeben. Und dass wir Hitze abgeben, ist nicht zufällig, sondern sehr wesentlich. Denn gerade dadurch entledigen wir uns ja der überschüssigen Entropie, die wir bei den physischen Lebensvorgängen ständig erzeugen. Wir sind also ein Wasserglas, das ständig Wärme abgeben muss, sodass die Strukturen erhalten bleiben können oder gebildet werden können. Das kann man wiederum darstellen, indem wir vom offenen System ausgehen. Und dadurch wird durch Strahlung Neckentropie aufgenommen und durch Wärme und Exkremente Entropie abgegeben. Und wenn wir jetzt wieder das geschlossene System betrachten, das ist immer das System plus Umwelt, letztlich das Universum, dann können Sie ja immer wieder ein System nehmen und dann das für eine Umgebung. Und wenn Sie dann schließlich kommen Sie zum Universum, das heißt also beim entropisch geschlossenen System haben Sie dann eine Entropiezunahme. Also gelten wieder die physikalischen Gesetze. Es gibt keine Lebenssondergesetze, sondern es geht darum, dass die Lebewesen besondere Systeme sind, die es eben schaffen, Ordnung aufrechtzuerhalten, dadurch, dass sie Strahlung oder Nahrungsstrahlung bei den Photoautotrophen aufnehmen, also genauer genommen Sonnenstrahlung oder kurzwellige Strahlung und langwellige Strahlung Wärme abgeben. So, was heißt das jetzt für den Unterricht? Für die Begriffe, die man gebrauchen müsste oder sollte. Es wird von jetzt physikalisch zunächst mal von Energiequalität geredet und dabei von arbeitsfähiger und nicht arbeitsfähiger Energie, wobei besonders bei Wärme gesagt wird, die sei nicht arbeitsfähig, was natürlich nur die Hälfte der Wahrheit ist. Wenn Sie große Temperaturunterschiede haben, dann haben wir Wärmekraftwerke, die sind durchaus arbeitsfähig. Nicht? Aber so die Wärme, die wir abstrahlen, die ist natürlich nicht mehr für uns verfügbar und deshalb auch nicht mehr arbeitsfähig. Biologisch spreche ich lieber von Dissipation, das Verteilung der Energie und damit habe ich Ordnung liefernde und Ordnung abführende Energie. Vor allen Dingen eben Abwärme, wobei physikalisch immer wichtig ist, Wärme ist keine Energieform, sondern Wärme ist Energiefluss. Das heißt, der Energiefluss von höherer Temperatur, von System höherer Temperatur, System niedriger Temperatur, das ist Fluss, ist ein Prozess. Und deshalb spreche ich immer gern von Abwärme, da ist das schon so drin, oder von Wärmefluss. Dann gibt es eben energetisch nutzbare Stoffe, Nährstoffe mit Sauerstoff oder durch andere komplizierte Reaktionen und ATP mit Wasser. Energiespeicher, Energieträger, entsprechend im Organismus dieses. Und durch Transport von Biomasse, durch Transport von Nährstoffen wird der Ort der Energienutzung verlagert. Ich versuche das immer klar zu machen,
mit einem physikalischen Beispiel. Sind ja immer einfacher, nicht? Also Physik ist ja die eingeschränkteste aller Naturwissenschaften und deshalb einfacher als Biologie. Wenn Sie einen Stein auf einem Berg haben und Sie haben einen Bergkamm, ja, so, dann haben Sie den Stein da oben und wenn der runterrollt, da wird dann die Differenz zum Gravitationsschwerpunkt verringert. Das heißt, es wird Energie freigesetzt als Bewegungsenergie, als kinetische Energie. Hat sich der Stein dadurch verändert? Nö. Der Stein ist immer noch derselbe. Der hat sich weder stofflich noch energetisch verändert. Die Lage des Steins zum Gravitationsschwerpunkt, die Masse des Steins zum Gravitationsschwerpunkt, darin steckt die Energie, wieder in einer Differenz. So, was machen Sie jetzt, wenn Sie den Stein nehmen und auf dem Kamm zu einer anderen Stelle, die genauso hoch ist zum Gravitationsschwerpunkt, transportieren? War da ein Energiefluss? Nö, Sie haben den Stein, die Masse, transportiert dorthin. Und jetzt können Sie an einem anderen Ort diese Energie nutzen, die in der Lage, was zu Gravitationsschwerpunkt gespeichert ist. Und das Ähnliches, Analoges, ist eben der Transport der Biomasse von einer Trophiestufe zur anderen. Zentrale Konzepte. Da gehe ich zunächst einmal aus von den vier Konzepten, die Reinders Dütt für den Physikunterricht formuliert hat und der sich diese Quadriga, die sich dort bewährt hat. Also Energieumwandlung, Energietransfer, das ist dasselbe wie Energiefluss, Energieerhaltung, habe ich vorhin schon erwähnt, und Energieentwertung, das ist eben, dass die Arbeitsfähigkeit abnimmt. Aber da können wir natürlich schon zu sagen, zur Energieentwertung, der Wärmestrom, der als Energieentwertung gedeutet wird, ist biologisch gesehen entropische Müllabfuhr. Also äußerst nützlich. Also nicht einfach als Entwertung, also als negativ zu bezeichnen. Ich habe nun versucht, ausgehend von diesen Überlegungen von Reinders Dütt für den Biologieunterricht etwas zu ergänzen, beziehungsweise umzuformulieren. Der Energiefluss reicht mir nicht aus, sondern ich habe Energiefluss und Stofftransport zu unterscheiden. Ich werde jetzt also versuchen, dynamische Konzepte, die für Organismen und Biosysteme allgemein von zentraler Bedeutung sind, zu formulieren. Als zweites habe ich hier Energiedurchfluss und Energiespeicher. Das ist ja das Ganze, wie ich vorhin im Schema von Chloroplasten und Mitochondrien gezeigt habe, als Speicherflusssystem darstellen kann und nicht nur Energiespeicherung. Und dann habe ich ja versucht zu zeigen, dass ich gucken muss, was ist mit der Entropie? Entropie, also der Begriff physikalisch für Entropiezunahme. Und ich habe dann hier eben biologisch formuliert Strukturbildung und Abwärme. Und diese drei grünen Konzepte als Triplett für die drei zentralen dynamischen Konzepte, die biologische Phänomene erfassen. Also Energiefluss und Stofftransport habe ich, glaube ich, genügend erläutert. Energiedurchfluss und Energiespeicher ebenfalls. Und Strukturbildung und Abwärme im letzten Abschnitt ebenfalls.
Kurz gefasst, also die Botschaft zum Behalten, zu Deutsch Take-Home-Message. Das können Sie, glaube ich, alle selbst lesen, sobald ich es aufrufe. So, und dann noch ein Hinweis auf Literatur. Also, dass ich mich ungefähr seit 2 Jahren mit diesem Energiebegriff rumschlage, hat damit zu tun, dass ich für dieses Buch Alltagsvorstellungen im Biologieunterricht auch einen umfangreichen Artikel über Energie schreiben musste. Und dann habe ich mir gesagt, dann trägst du erstmal vor und schreibst dann auf. Das ist also hier im Wesentlichen festgehalten. Und dann gibt es im nächsten Jahr ein Heft von Unterricht Biologie. Und dort habe ich einen Unterrichtsvorschlag zur zu dem Thema, was ist Leben, in dem auch wesentliche Dinge und dann Materialien dazu enthalten sind. Das kann ich Ihnen also auch jetzt schon ans Herz legen. Und wenn Sie meinen, das ist jetzt alles viel zu kompliziert, dann gebe ich Ihnen einen Rat, und zwar den von Albert Einstein. Und gebe Ihnen den Rat, dieses auch Ihren Schülerinnen und Schülern zu vermitteln, nämlich: Vielen Dank.